So, meine Damen und Herren, das kann ich nicht einfach so auf mir sitzen lassen. Ich werde die Mission natürlich neu starten. Ich werde erstmal kurz in die Kaserne gehen, mir meine geile Mannschaft anzeigen. Wer ist dabei? Solovyov ist dabei, mein Scharfschütze. Nehme ich zwei Scharfschützen mit? Ich fand die Idee schon mal nicht schlecht. Eigentlich fand ich die Aufstellung insgesamt gar nicht mal so schlecht. Muss halt nur überlegen, das sind jetzt die fünf. Kurze Frage, Kaserne. Kann man nicht in der Offiziersschule Truppgröße 1 gekauft, Truppgröße 2 für 75? Genau, ich hätte nämlich gerne 6 Soldaten dabei, warum eigentlich nicht? Dann nehme ich einfach mal jetzt einen 6. Soldaten mit und ich glaube, der kann mir dann schon entsprechende Feuerkraft geben, damit ich das ein bisschen durchhalten kann. Mal kurz gucken. So, Solovyov, was hast du denn? Das ruckelt gerade ein bisschen. Du hast als Bewaffnung eine Granate, ein Präzisionsgewehr. Du hast eine Granate, das ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Alles klar. Bapela, du hast ein Medkit und ein Präzisionsgewehr, alles klar. Noch eine Pistole dazu. Ups. Alles klar, kann man Alternativen wählen? Nein. Wer bist du? Hiroshi Nakajima. Du, für dich muss man irgendwann mal was Besseres noch produzieren. Waffen, aber das ist das Einzige, was wir gerade machen können. Dann haben wir hier Frau Maria Zinchenko mit einer Pistole, einer Granate und einem Sturmgewehr. Das Sturmgewehr finde ich jetzt nicht so wahnsinnig berühmt, aber okay. Wie wäre es, wenn du mal statt der Granate die Nanofasserweste einfach mal greifst? Und Nummer 4 oder Nummer 5 ist Thomas, Nummer 6 mittlerweile, glaube ich, ist Thomas Girard. Ein Raketenwerfer, ein leichtes MG, Panzerrüstung, später Granate. Ich glaube, so können wir Freunde werden. Du bist für mich der Damage-Dealer, so ein bisschen. Euch 6. Oh, ihr seid 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann auch einen 6. mitnehmen. Eine Sturmeinheit, natürlich hätte ich was vergessen. Letztes Mal schon sehr gut dabei gewesen. Alexandra Novikova. Oder Novikova, so rum, ja. Du hast eine Nanofaserweste, was eine sehr gute Idee ist, eine Schrotflinte, was auch eine feine Idee ist. Und ich denke, ja, dabei bleiben wir doch. Wir werden uns jetzt in die Schlacht stürzen. Und ich hoffe, wir werden das alles irgendwie überleben. Es ist eine relativ lange Mission. Schaffen wir Einsatz. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Danke, hier kann man gerade nicht besonders viel zusätzliche Ausrüstung nehmen, weil das Einzige, was wir haben, haben wir dir bereits gegeben, nicht wahr? Ja, ganz genau. Alles klar. Dann gehen wir weiter voran. Puh. Bin gespannt, hab einen trockenen Hals. Einfach weil es eine herausfordernde Mission ist und ich halt einfach keinen verlieren möchte. Bereit machen zur Landung. Alles klar, beginnen wir den Angriff und los geht's hin. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Wenn denn die Mission geladen wird. Alles klar, Einsatz starten. Bin gespannt, ob es dieselbe Map ist. Müsste es eigentlich sein, weil, ich nehme mal, das Schiff haben wir jetzt nicht jedes Mal neu anders gemacht. In der Nähe eines Fischerdorfes auf Neufundland untersuchen. Ein von der dortigen Regierung entsandtes Rettungsteam ging gerade einem Notruf nach, als der Kontakt abbrach. Zum Schiff, zum Dorf und zum Rettungsteam selbst. Strike One muss dorthin und das Gebiet sichern. Mal sehen, was dort los ist. Ziel wurde aktualisiert. So, du gehst dahin und in Feldpostenposition. Wir werden wieder viel mit Feldposten arbeiten. So, Herr Bapela. Du kannst ja nicht hier rauf, stimmt. Herr Bapela, wir werden erstmal wieder mal diese Region hier hinten clearen. Das heißt, du... Good copy. Moving on target. Rennst nach links. Nakajima. Dich nehmen wir mal nicht. Wir machen erstmal dich. Und auf Feldposten. Alles klar. Nakajima, wo gehst du lang? Ja, du gehst auf jeden Fall auch hier lang. Rücke vor.
Und ebenfalls auf Feldposten, weil hier kam ja, glaube ich, irgendwann ein Zombie langgelaufen. Solovyov, alter Kumpane. Du gehst. Ihr müsst ja irgendwann auf diese Türme darauf, ist ja recht wichtig, obwohl, ist egal. Renn einfach da hinterher. Wir werden zwei Dreierkombinationen bilden, einfach mal, dass wir rechts drei haben, links drei, das ist ja ganz gut so. Ja, da hinten hören wir schon Leute. Verdammt, was ist das für ein Ding? Schalten Sie ja, es aus. Ja, günstigerweise haben wir mal Feldposten, nicht wahr? Wir müssen herausfinden, wo die Dinger herkommen, bevor die Lage noch schlimmer wird. Neues Ziel erhalten. Jawohl. Ah, du kannst sogar noch angreifen. Acht Schaden! Finde ich nicht so in Ordnung, weil ich besonders kein besonders guter Start, wenn ich ehrlich bin. Aber in Ordnung. Du gehst dahin. Kannst ja nicht mehr in Feldposition gehen, deswegen gehst du einfach komplett in Deckung. Okay, du gehst hier hin. Dass du jetzt schon 8 Schaden hast, geht mir ja schon tierisch auf die Eier, aber okay. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Feuer einmal, 100% Trefferchance. Direkt zerlegt. Alles klar, ich weiß, dass hier irgendwo aus irgendeinem Fisch bald was rauskommt. Schaffst du es, dich hier raufzusetzen? Das schaffst du. Ich hätte es aber ehrlich gesagt gerade etwas. Jawohl. Ach komm, wir machen jetzt ein bisschen Risiko, erst ein bisschen voranstürmen. Alles klar, da ist ein. Was ist das eigentlich? Ein Zombie? Achso, ich habe was da drin gesehen. Ich verstehe. Dann wirst du einfach stummen Schuss anwenden. Stürmst praktisch hier hin. Ah, ist ein Zombie tatsächlich. Und Feuer. Schön. Alles klar. Dann wirst du unterstützen. Tür auf. Und ebenfalls Feuer. Natürlich 81% unternehmen. Damit musste ich rechnen. Alles klar. Ich soll mich erstmal ignorieren. Du gehst einfach hier hoch. So. Der Zombie wird nicht an mich rankommen, schätze ich mal. Zumindest nicht attackieren können dann. Oder? Nee, das wirst du wirklich nicht. Das ist sehr gut. Okay, du gehst auf jeden Fall hier hoch. Denn du wirst bald eine schöne Feldpostenposition einnehmen in die andere Richtung. Du gehst bitte bis hier vorne hin und wirst da vorne nachladen. So, sehr gut. Eine Regenerationsfähigkeit haben wir nicht verkehrt. So, mein Freund, du könntest jetzt schießen, aber ich werde das erstmal. Noch nicht dir das Ziel, sondern erstmal dir natürlich. 100%. 70% kritisch kriegen wir wohl hin. Ideal. Aber du bist tatsächlich nicht gestorben. Das ist schon echt eine Ansage. Gut, vielleicht kannst du deinen Fehler wieder wettmachen. Ja, komm, schieß mit dem Sturmgewehr, ist auch egal. Wie kannst du denn bei 94% daneben schießen? Das ist vielleicht denn ernst. Gut. Du musst das Ganze lösen mit 67%, was nicht ideal ist. Ey, aber das ist doch ernst. So, Lovyov. Also, wäre so Lovyov nicht, würde ich jetzt extrem an mein Team zweifeln, was ich eigentlich auch jetzt schon tue. Einige Leute müssen jetzt nachladen, leider. Okay. Zombie-Kreaturen, ich verstehe. Aye, aye, Commander.
Geh mal dahin. Ich weiß, dass du es siehst, aber noch nichts machen kannst. Aber du kannst mal kurz auf die Pistole wechseln. Vielleicht kannst du da schon mal ein bisschen was attackieren. 100%. Naja, immerhin 4 Trefferpunkte. Das ist besser als die Frau mit dem Sturmgewehr, nicht wahr? So. Du bist dahin. Ich weiß, vielleicht kann man irgendwie unsichtbar rausgeschossen. Da müssen wir gleich drauf achten. Begleitschaden brauche ich erstmal nicht. Du bist erstmal hier ganz entspannt. Den hier weghauen. Gegner aus dem Spiel genommen. Das ist schön. Gut, warte mal, hier kommt gleich jemand raus, nicht wahr? Guter Punkt. Ich bin zwar kein Fischer, aber mit diesem Hai stimmt etwas nicht. Das mag sein. Und ich kann sogar gleich schießen, wenn ich hier auf Feldposten gehe, dass die vielleicht rauskommt. So, wie sieht es bei dir aus? Du hast nicht mehr so irre viel Munition, aber das ist in Ordnung. Warte mal, gehst bitte mal damit hin. Komm, lad das mal nach. Auf die Reichweite kannst du eh gerade nicht groß schießen. Du sollst auch mal bald nachladen, deswegen gehst du gerade mal raus. Und machst es schon mal, weil gleich Gegner kommen werden. Und jetzt geht der Fisch los, oder? Nee, noch nicht. Okay, auch du gehst hier raus und lädst nach. So, platzt der Fisch jetzt? Der Fisch platzt. Wir sollten Dr. Wallen Bescheid geben. Aber ein einziger Christ. So, lauf auf, genau, schießt auf den richtigen. Haben, um diese Stadt zu überrennen. Halten Sie auf, wir sind ganz schön heftig. Die Kassabiden eingenistet haben könnten. Wunderbar, direkt 5er Treffer. In Ordnung. Mach das doch gleich nochmal. Sehr gut, die Chrysalin-Figur ist schon mal weg. Das ist sehr gut. Du gehst bitte hier hin. Brauchst noch nicht groß schießen, ehrlich gesagt. Du gehst jetzt mal in volle Deckung. Alles klar. Wie machen wir es denn am besten? Ich würde sagen, du gehst hier vorne hin. Kannst du auf jemanden schießen? Nee, kannst du nicht, aber auch Granate, Gefechtsgänger. Gefechtsgänger machen wir später. Du bist auf Feldposten, falls einer von denen noch hier drüben langkommt, weil das war, glaube ich, irgendwann mal der Fall. Du bist hier hin. Machst es ebenfalls. Du gehst schon mal hier vorne hin. Die offensivere Sniper-Position. Ich weiß, du kannst gerade nichts machen, außer mit der Pistole schießen, aber das wollen wir nicht. Deswegen du einfach mal in Deckung gehst. Und du, mein Lieber, du musst halt derjenige sein, der halt nach vorne kommt. Was soll man sonst machen? Gegner in Sicht. Und da kommen gleich zwei von euch und das ist ein großes Problem. Einer schießt voll daneben, unsere Stürmerin. Ey, warum ich Leute überhaupt auf Feldposten habe, ist mir nicht ganz klar. Alles klar. Und ich sehe meinen Mac schon wieder schwinden. Warte mal. Den kinetischen Schlag kannst du gerade nicht richtig ausführen. Das ist ein Problem natürlich. Dann musst du wohl feuern und hoffen, dass du halt ganz viel tötest. Okay. Munition ist alle. Zombie ist mir egal, die Chrysalin sind jetzt das Problem. Die wahrscheinlich wieder mein Mech zerstört. Ich schwöre euch, wenn der Mech wieder zerstört wird, muss ich die Mission leider wieder vorne begehen. Es tut mir leid, weil ohne Mech kann man diese Mission wahrscheinlich nicht so gut spielen. Alles klar. Läuft hervorragend. Ich hätte vielleicht mal gerade das speichern sollen. Diese beiden Chrysaliden hier machen das alles mal viel schwieriger. Also sobald man die entdeckt, das ist ja richtig übel. Nochmal Spiel laden, bitte. 18.50 Uhr, 18.49 Uhr müsste mehr sein. Meine Güte, was für eine Mission. Ja, okay. Dabei können wir bleiben. Bitte stellt euch das ein bisschen besser an. Das war schon mal wesentlich besser. Vielen Dank dafür.
So, wir werden den Mech erst diesmal nicht so extrem vorstecken. Stattdessen werden wir versuchen, hier auf den Gebäuden ein bisschen Stellung zu beziehen und die Kristallinen von oben zu behaken. Genau, du gehst hier oben rauf. Okay, du gehst, mein lieber Kato. Roger, Roger. Komm, du bist ebenfalls da oben drauf. Da kann man mich schön hier reinballern. Gut, du gehst ein Stück nach vorne. Bin unterwegs. Über den Laster drüber. Hüpft da ganz grazil und lädt einmal bitte nach. Waffensysteme bereit. Sehr gut. So, die eigentlich Kristallinen müssen wir leider schon von vier aus erledigen. Aber mit diesem Hai stimmt etwas nicht. Ja, okay. Haben wir die jetzt schon gesehen da hinten? Weil. Egal. Feldposten. Hier ist nur ein Zombie, auf den wir dummerweise zuerst schießen werden. Nee, wenn wir nicht. Sehr gut. Wir sollten Dr. Wahlen Bescheid geben. Aber ein einziger Chrysalid in einem Hai wird kaum gereicht haben, um diese Stadt zu überrennen. Halten Sie Ausschau nach allem, worin sich die Chrysaliden eingenistet haben könnten. Sehr, sehr schön. Und noch ein Zombie, oder? War ich noch ein Zombie? Eben noch ein Zombie da. Achso, kann ich wieder spielen? Ja, kann ich. Dann. Ja, Capella, warum nicht? Schön, 9er Treffer. Sehr, sehr schön. Ich würde aber ganz gern erstmal dich kurz hier beenden. Da haben wir die Gefahr nicht schon mal weg. Der Witz ist, ich habe keinen Moment daran gezahlt, dass so Lobby auf treffen würde. So. Du rennst nach vorne. Achso, Mist, jetzt spawnst du schon. Ich wollte eigentlich mal nachladen lassen, aber okay. Du rennst bitte hier oben hin und lädst dir mal kurz nach. Wirst du gleich brauchen für die Chrysaliden. Du, weil die Chrysaliden kommen hier vorne rein. Okay, lädst erstmal nach. Okay, du musst ja eh in der Mitte bleiben letztlich. Von daher bin schon da. Spurte ruhig dahin. Der Zombie da hinten ist mir eigentlich völlig egal. Ach, der andere Zombie kommt auch noch mitgelaufen. War nur nicht meine Sichtweite, ist klar. Und den kommen wir jetzt aber relativ spät. So, den einen sehen wir gar nicht mehr. Ach doch. Das ist aber eine ganz und gar ungünstige Position für dich, mein Freund. Warte mal, da können wir einfach die Pistole gerade nehmen. Das ist eine Verschwendung von Munition ansonsten. Und den einen Schadenspunkt werden wir wegkriegen. Sehr gut, Capella. Papela, wie auch immer. Dann. Warte mal, du kannst. Okay. Dich gerade mal da vorne hinstellen. Da siehst du sie auch schon. Wieso entdeckst du sie eigentlich jedes Mal? Okay, wir müssen feuern. Okay, Solovyov sieht leider nichts davon. Das ist, also er sieht nur, das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. So. Kannst du was? Nee, du kannst auch nicht so richtig. Du kannst auch nichts sehen. Alles klar. Das ist ja richtig scheiße gerade. Gut. Wir müssen was tun, ansonsten wird das echt ein Problem werden. 83, komm. Okay, das war schon mal einer, sehr gut. Dann musst du nach vorne. Hast du eine Granate zufälligerweise? Nein, du hast nur eine Rauchgranate. Ist nicht genug, aber du wirst trotzdem feuern müssen.
Zwei Schaden. Gut, dass du ein Sturmgewehr hast. Mach andere mit der Pistole, verdammt nochmal. So, du bist der Letzte, der noch dran ist, oder? Nee, du bist noch dran. Alles klar. Dann hoffe mal, dass du jetzt einen richtig guten Treffer landest. Auf dich. Ja, der war nicht so richtig gut. Alles klar. Und du, mein lieber Freund, stellst bitte mal da hinten hin. Du sollst ihn jetzt sehen können. Und wirst ihn hoffentlich wegbraten. Sonst hat er jetzt echt ein Problem. Hervorragend. Der Zombie, wie gesagt, ist uns völlig egal. Bis der oben ist, ist Weihnachten. Aber die beiden Chrysalien, die wir gerade erledigt haben, das war schon mal Gold wert. Alles klar. So, ich würde ganz gerne das schon mal speichern. Also einfach mal so bis hierhin zu kommen, das war schon mal ein Akt, ohne dass ich jetzt hier Großschaden genommen habe. Außer dass der Mac natürlich anfangs schon mal ordentlich Schaden genommen hat. So, ich weiß, dass das Schiff da hinten ist und dass wir da Tempo. Später Probleme bekommen werden. Wir müssen erstmal hier rüber uns bessere Positionen suchen. Das zum einen. Mein lieber Mac. Wo ist denn der Zombie eigentlich hin? Bin unterwegs da? Zu neuer Position. Ja, ich glaube schon, aber solange wir ihn nicht sehen, würde ich doch ganz gerne erstmal woanders hingehen. Wir müssen möglicherweise in diesem Haus hier ist nicht einfach aufgrund gelaufen. Neue Stellung beziehen. Überrollt. Vermutlich ist das die Quelle unseres Chrysaliden-Problems. Wir können nur froh sein, dass es kein Kreuzfahrtschiff war. Ja, das mag gut sein. Ich muss gerade mal gucken, kann man hier... Wir müssen mal reinfahren. Man kann hier nicht wirklich Gutstellung beziehen. Man könnte versuchen, von hier aus sich irgendwo hinzustellen und immer so rüber zu ballern. Und ich glaube, das wird der Soloviev wohl mal probieren müssen. Das heißt, Soloviev, spurte bis da vorne hin. Wie eine Katze krabbelt er da runter. Warte mal, wir müssen letztendlich hier irgendwie rüberkommen, nicht wahr? Ich glaube schon. Alles klar. Du wirst dabei unterstützen. Ja, du bist auch mit da vorne stürmen natürlich. Weil Peter wird erstmal ein bisschen oben stehen bleiben und die Lage ein bisschen sichten. Der wird dann später... Oh, das war verklickt. Ich wollte eigentlich, dass du nach unten kommst, aber gut, dann geh mal dahin bitte. Alles klar, und du stehst ganz fern ab gerade. Das heißt, du rennst bitte mal ganz weit nach vorne. Dein Raketenstart hebe ich mir nochmal auf. Damit können wir hoffentlich bis zu zwei Chrysaliden erledigen. Ach ja, Zombie ist auch noch da, stimmt. Ja, wunderbar, da haben wir was über Pela, der überhaupt nichts sieht gerade. Wie ist das denn möglich? Mit der Pistole? Zum Henker, was ist das denn gerade? Ist eigentlich überhaupt irgendjemand irgendwas hier? Warte mal, geh mal bitte dahin. Und gib den jungen Mann chinesischen Schlag. Starte Nahkampfsystem. So, haben wir das geklärt? Super, Soloviev. Wenn du dich da hinstellst, kannst du. Du kannst nicht so groß über das Schiff gucken, das ist echt ein Problem. Egal. Spurte trotzdem schon mal da durch. Nächster wirst du vielleicht nachladen müssen. Okay, kommen wir von hier aus da runter irgendwann schon. Du gehst aber erstmal bitte bis dahin und lädst dir mal nach. Alles klar. Du folgst ihr bitte. Bis dahin. Du brauchst nämlich gleich deine Gefechtsscanner. Alles klar. Du wirst letztlich dich ungefähr dahin stellen, versuchen die Stellung zu halten. Bapela wird... Ja,
wie machen wir das denn? Hier, wir stellen uns alle hier hin und versuchen die Stellung zu halten. Wir müssen versuchen zusammen zu bleiben. So, mal gucken, was jetzt passiert. Alles klar, Bapila, du wirst jetzt hier in Feldpoststellung gehen. Das musst du nicht, aus meiner Sicht. Du gehst hier hin. Und wirst dich dann schon mal begebe mich an neue Position da unten hinstellen. Ach ne, wir können hier rauf. Ah, okay, aber du kannst vielleicht Chrysaliden hier oben wegballern. Stimmt, so lauf ich auf ist der gerade am ehesten dran steht. Alles klar. Dann würde ich sagen. Oh, das ist gerade spannend. Okay, geh du mal hier hin, du musst gleich nachladen, mein Freund. Rock'n'Roll. Ja, Rock'n'Roll. Und wir sollten eigentlich dir alle folgen hier oben hin. Ja. Komm, warum nicht? Rennen wir einfach mal. Alles klar. Und wir hören Chrysalidengeschrei. Oder Zombie-Geschrei oder was auch immer. Alles klar, ich weiß nicht gerade, was abgeht, aber gut. Gerade mal eine Frage. Kannst du einen Gefechtsscanner gerade mal hier aktivieren und hier einen reinballern? Ja, das kannst du. Die Frage ist, kannst du den auch noch weiter reinballern? Das nächste Mal. Alter, was ist das für ein dummes Geschrei? Du gehst auf jeden Fall auf Feldposten. Und jetzt geht's gleich los. Ah, ein Zombie. Okay. Ja, komm. Dann Vapela. Ach, da ist ein Chrysalide da hinten. Die schreien rum. Na dann, los geht's. Enemy spotted. Ja. Alles klar. Habe ich jetzt nicht einen Feldposten eigentlich? Offensichtlich habe ich den nicht. Halt trotzdem mal drauf. So, das wäre der erste. Munition ist alle bestätigt. Alles klar, du kannst gerade hier. Alter, willst du mich verarschen? Du kannst ihn jetzt gerade nicht erwischen. Achso, der ist nach unten. Ah, okay. Slushy. Aber wenn ich hier vorne hinstelle, kannst du den Chrysaliden da oben erwischen. Da unten, meine ich. Los geht's. 100% Trefferchance. 100% Treffer und direkt komplett erledigt. Wie geil bist du denn, Solovyov? Alles klar, du sollst echt. Weißt du was? Ich speichere jetzt ganz kurz nochmal, weil das gerade so extrem gut läuft. Liegt ja vielleicht auch daran, dass ich einfach die Mission schon kenne. Du rennst einfach mal komplett nach vorne. Ich würde sagen, wir haben die Quelle unserer Chrysalidenplage gefunden. Und es sieht noch übler aus, als wir befürchtet hatten. Wenn die Chrysaliden diesen Wal als Nest benutzt haben, wer weiß, wie viel Nachwuchs sie dann produzieren konnten. Strike One, unsere Sensoren melden starke Aktivitäten aus dem Inneren dieses Schiffs. Sie dürften bald Gesellschaft kriegen. Aber ihre Bewaffnung reicht nicht aus für diesen Gegner. Wir brauchen einen Luftschlag. Wenn sie den Transponder des Schiffs reaktivieren, kann unsere Luftunterstützung sie orten und das ganze Ding vernichten. Wir haben ein neues Ziel. Ja, das mag ja sein. Darf ich mich auch mal wieder, darf ich wieder steuern? Dankeschön. Yes, du musst mal helfen. Alles klar, du wirst weiter auf Feldposten gehen, was ja eben schon hervorragend funktioniert. Weißt du, was du machst? Scheiß auf die Deckung. Brauchst du gar nicht. Wir haben ja keinen Fernkampfgegner in irgendeiner Form, ist aber nur pure Gewohnheit. Kommt der Zombie hoch? Ich begreife das Innere des Schiffes nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ah ja. Ja, schön gegen die Schiffswand geschossen. Gut, dass ich dich auf Feldposten gesetzt habe. Der Franzose wieder, hä? Alles klar, da kommen die ersten Chrysaliden raus und die werden richtig eklig, weil die jetzt gleich hochkommen werden.
So, Vapela, du wirst hoffentlich dann rüberschießen können. Denn genau das ist dein Job. So, du wirst überhaupt nicht rüberschießen können, weil du dummerweise... Bin feuerbereit. Ja, jetzt bist du feuerbereit. So. Falls hier einer hochkommen sollte... Mein lieber Solovyov, mein lieber Dennis, komm, lass mal uns, können wir uns mal duzen langsam. Dann solltest du dich da mal auf Feuerposition begeben. Du schaffst es, hoffentlich da rein... Kannst du nicht da reinrennen? Schaffst es, bis dahin zu laufen? Achso, ich muss da eine Ebene hochfahren. Alles klar. Renn dahin. Und jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, ich muss jetzt irgendwie 3 Minuten noch verharren oder sowas. So, nächstes Mal kann ich es wahrscheinlich erst reaktivieren. Ich verstehe. Dann, okay. Stell dich dahin. Feldposten. Was bleibt uns alles übrig? Kommt nämlich gleich ein Chrysalide hochgelaufen. Du gehst ebenfalls auf Feldposten. Und da bist du auch schon. Solovyov. Ja, du bist nicht Solovyov. Du bist die Deppin, die alles daneben haut. Solovyov hat daneben geschossen. Wie zum Henker ist das möglich? Vapela, komm. Vapela trifft, wenn auch nur ein Streifschuss. Einmal noch einen auf Feldposten, nicht wahr? Den Herr mit dem leichten MG. Der irgendwie in die Bordwand geballert hat und jetzt gegen den Schornstein ballert. Sehr schön. Du versuchst das Schiff eher auseinanderzunehmen. Das ist auch eine Möglichkeit. Bitte nicht mehr angreifen. Der Zombie ist mir egal. Okay, den einen Chrysalin kriegen wir wahrscheinlich noch gewuppt, sag ich mal. Aber da schlüpfen schon die nächsten. Okay, wir sind gleich zwei. Vapela. Du kümmerst dich bitte um den... Genau. Hat oberste Priorität gerade. Sehr schön, Vapela. Sehr, sehr gut gemacht. Und ich lobe dich doch eher selten. So, du greifst ruhig den Zombie an. Wieso nicht? Wieso meldest du eigentlich Sichtkontakt mit 100% Chancen, wenn du dann doch gegen die Bordwand ballerst? Das ist mir nicht ganz klar. Alles klar. Du gehst hier vorne hin. Wieder auf Feldposten. Alles klar. Und du kannst mal bitte den Sender aktivieren. Der Transponder des Schiffs ist aktiv und sendet. Sie müssen da weg, Strike One. In ein paar Minuten geht dort alles hoch. Wenn sie da nicht weg sind, sind sie so gut wie tot. Ziele das dachte ich mir schon. Alles klar. Das heißt, wir speichern mal wieder. Tut mir leid, in dieser Mission speichere ich häufiger, als es mir eigentlich lieb ist. Aber die ist etwas schwer. Und hier kann einfach so viel schief gehen. Du rennst jetzt bitte zurück. Und du bist dummerweise diejenige, der am weitesten entfernt ist. Alles klar, du wirst noch Deckung geben. Kannst du auf irgendein... Ach, du kannst nur nachladen gerade. Alles klar. Der nächste Cousin kommt mindestens hochgesprungen. Wir wissen, dass jetzt auch teilweise in Pärchen. In Pärchen schlüpfen. Bist du ein Chrysalid geworden? Wie ist das denn passiert? Okay, gleich zwei von euch. Na, immerhin 3 Schaden. Und so Lovyov. Ja, der ist zu nah dran, ne? So Lovyov. Das ist ein Problem. Gut. Du kannst auch noch angreifen. Verdammte Axt. Alles klar. Sind wir wieder dran? Wir sind dran, sehen aber leider gar nichts gerade. Das ist ein Problem. Du hast leider... Okay. Geh da hoch. Lad hier oben nach. Lad da oben nach, bitte. Du kannst gerade nicht mal irgendwas sehen, ehrlich gesagt. Okay, nehmen wir erstmal die Leute hier vorne, bitte. Einmal Feuer auf das Vieh.
Nochmal 4 Schaden, sehr gut. Du kannst gerade auch nicht so richtig helfen. Du kannst natürlich helfen, wenn du denn triffst. Aber kann man kurz mal dich haben, genau. Du bist vergiftet, du bist eigentlich eh gleich tot, wenn ich es gerade richtig sehe. Scheiße. Warte mal, wie machen wir es denn? Ich befürchte, wenn du eh gleich tot bist. Weil wir müssen hier letztendlich runter. So, lauf ja, zieh dich schon mal zurück. Tut mir leid. Versuch's mit dem Präzisionsschuss ihn nochmal wegzuballern. Geh mit dem vollen Lebensenergie. Das schaffst du sogar. Ich sehe eine Möglichkeit. Alles klar. Dann wirst du dich ebenfalls zurückziehen. Oder warte mal. Wie viel Leben hast du? Du hast wirklich nur noch ein Leben. Das ist. Du bist beim nächsten Mal bist du eigentlich tot. Das ist ein Problem. Gut, dann geh bitte wenigstens kämpfend unter. Es tut mir leid. Okay. Ja, du kannst nicht viel mehr machen, außer auf Feldposten gehen. Es tut mir leid. Du sollst dich auch mal langsam nach oben begeben. Rücke vor. Ach, hier ist wieder so ein Vieh. Scheiße. Gut, da kommt das nächste Vieh raus. Das ist noch eine Weile entfernt. Aber die sind ja super schnell. Und da, du bist wieder ein Problem. Klar, und du natürlich auch gleich. Alles klar, Panikschuss bringt überhaupt nichts. So, Lovjov ist in Deckung. Ist in Panik, wie ist das denn möglich? So, mein lieber Freund, gib ihm magnetischen Schlag gleich mal. Zeig mir, dass mit dir nichts zu bespaßen ist und zeig ihm, warum ich den Mech behalten habe. Exakt deswegen. Gut. Die Dame mit dem Sturmgewehr hat dummerweise. Ich weiß nicht genau, warum eigentlich gerade. Egal. Du rennst auf jeden Fall mal möglichst weg. Achso, die Dame ist gestorben. Meine Novikova ist gestorben, deswegen gibt's hier Panik. Alles klar. Du gehst bitte mal dahin und hältst dein Gewehr nach. Du gehst weiterhin auf Feldposten. Du gehst ebenfalls auf Feldposten. Ja, und so Lovjov wird gleich den nächsten Chrysaliden sehen müssen. Ich hoffe, seine Panik ist gleich verflogen. Okay, der befindet sich hier. Hallo, Feldposten bitte. Das muss eine gute Position sein. Und gleich mal 4 Schaden. Wunderbar, wenn du gleich mal noch so ein Ding raushaust, dann ist er gleich tot. Kommst du auch noch hoch? Oh, Bapela ist auch noch da. Kapela. Wieso sag ich mal Bapela? Das ist eine schlechte Perspektive. Bapela, du machst dich langsam. Das ist gerade deine Mission. Sehr schön. Ah, da schlüpft wahrscheinlich den nächsten, nicht wahr? Komm gleich hoch. Kommst du gleich hoch? Nein. 2 gleich mal. Alles klar. So, Lovjov, ich weiß, du hast ein bisschen Bammel gerade, aber renn einfach mal. Ich sag's ganz offen, wir rennen alle 3 gerade mal so ein bisschen. Um ein bisschen Land zu gewinnen. Und Bapela, du bist nicht Bapela. Bapela rennt aber auch. Auch wenn er es sehr gut gemacht hat bis hierhin. Du gehst bis da hinten hin. Wir rennen jetzt mal schön den Steg lang. Ah, da sehen wir ja schon einen, na klar. Ja, du wirst in in Feldpostenpositionen bleiben, damit wir noch ein bisschen eine Rückzugsmöglichkeit haben. Du machst das nicht. So, ich bin gespannt. Ah, es wird schwer zu treffen sein. Aber läuft. Jetzt seine Munition wieder alle, aber okay.
So, der zweite wird auch bald sichtbar. Wird jetzt sichtbar. Und der dritte? Okay, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Weil es doch schon sehr nah dran jetzt. Alles klar. Bapela. 67% auf den, 92% auf den mit dem kritischen. Komm. Neuer vierer Treffer, immerhin. Nicht verkehrt. Du kannst sogar. Oh, du kannst nochmal. Ah, du kannst gerade nichts sehen. Rücke vor. Ist es dein Ernst, dass du jetzt nichts machen kannst? Lade nach. Shit. Alles klar. Du bist jetzt ein bisschen. Ja. Solovyov, ich würde vorschlagen, dass du dich mal zurückziehst. Vielleicht mal dahin. Und dann hier mal nachlädst. Alles klar. Du kannst natürlich angreifen. Aber das ist echt keine besonders gute Idee, ehrlich gesagt, hier anzugreifen. Renn du wieder mal zurück. Mit einer Rauchgranate kann man doch nicht reinfeuern, nicht wahr? Ist das korrekt? Einheiten im Rauch sind schwerer zu treffen. Alles klar, dann versuchen wir mal uns zu decken. So. Сейчас спрячемся. Versuch es mal, ist das auf jeden Fall. 67% auf dich, 77% auf dich. Daneben. Wie ist denn das überhaupt möglich? Und ich befürchte, jetzt stirbt gleich jemand. Gut, der wird nicht mehr zum Angriff kommen, aber die anderen beiden wahrscheinlich. Capella verfehlt. Klar, es ist zu weit, zu nah dran. Ah, ist ein bisschen frustrierend hier. Okay, du bist auch nicht mehr zum Angriff kommen. Doch, schaffst du. Aber der dritte kommt nicht mehr. Der dritte wird irgendjemand von euch angreifen, leider. Capella schießt nochmal. Nahkampfspezialist. Capella. Und das war's für meinen Mech, kann das sein? Nee, war's nicht. Immun gegen Gift. Ey, da kommt schon die nächsten rausgelaufen. Ach, warte mal. Noch ist keiner gestorben von mir, noch ist auch keiner vergiftet. Ey, Leute, es sind drei. Strike One, der Luftschlag steht kurz bevor. Begeben Sie sich zum Evakuierungspunkt, bevor es zu spät ist. Ja. Du hast eine Granate, nicht wahr? Gut. Mein lieber Freund. Du rennst auf jeden Fall jetzt mal... Alter. Du kannst ganz schön schnell rennen. Eine Frage. Reicht es, wenn einer zum Evakuierungspunkt kommt? Weil du bist ja in drei Runden da, mehr oder weniger. Befehl bestätigt. Gucken wir es doch mal aus. Du bist eh fast tot. Alles klar. So, du kannst wieder schießen. Das ist gut. Du kannst auch nicht schießen. Du kannst, also kannst schon, aber das ist Quatsch. Du kannst Granate zünden. Warte mal, bevor ich das mache, ganz kurz, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen too much, weil mit dem Speichern, aber ich will kurz mal gucken, ob ich die Granate gut genug dosieren kann, dass ich nicht hier selber irgendwie attackiert, mich attackiere. Nee, das meine ich nicht. Ich will die Granate. Genau, und zwar hier hin. Das sieht gut aus. Das war doch ganz angenehm. Alles klar. Warte mal, ich wollte kurz mal die Perspektive wieder ändern. So. Zunächst einmal. 57, ach, das ist Rauch. Ja, kacke. 63 auf dich, 55 auf... Ist egal, ich muss eh alle drei letztendlich abräumen. Ey,
Es ist doch nicht dein verdammter Ernst. Du hättest einfach irgendwo in den verdammten Rauch reinhalten müssen, dann wäre es das gewesen. Aber gut. Nimm deine Pistole. Okay. Anders. Tut mir leid. Das ist völlig bescheuert. Ja, Spielstand laden, bitte. Und die Mission wird ewig lang. Es ist nur eine Dreiviertelstunde, spielen wir diese Mission rum. Möglichkeit wäre auch ein Raketenstart. Verursacht bis zu 6 Schaden und ich glaube, das ist sogar besser. So, einmal genau hier hin. Raketenstarts auf kürzeste Distanz. Okay, das war ein Raketenstart. Schaffst du es? Oder nein, warte mal. Doch, schaffst du es? Mit deiner Pistole dem Herrn hier den Chaos zu machen. Du stehst ja schon relativ nah dran. Bis zu 2 Schaden, bitte. Du bist leider nicht gestorben. Muss ich feststellen. Ja, das habe ich gemerkt. Schaffst du es? 58%. Schaffst du es mit der Pistole besser? So, nee. Rechtsklick. Pistole. Nochmal. 96%, bitte. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Okay, dann bleibt es wirklich nur an dir hängen. 63%, ich bitte dich. Dankeschön, dass du einmal etwas triffst. So, wir müssen es jetzt zurückziehen. Jetzt wird es nämlich richtig beschissen. Unser Mech muss vorwegrennen und ich hoffe, dass es... so, warte mal, du musst... Scheiß drauf, wir rennen alle, einfach alle. Double Time? Jetzt Hammer Time, mein Freund. Sieht auch ein bisschen aus wie Mr. Hammer, wie MC Hammer. Herr Barpeda. Alles klar, du rennst. Bestätigt. Weiter voraus. Derjenige mit der dicksten Rüstung muss am ehesten wegrennen. Alle anderen werden natürlich folgen. So schnell es geht. Alles klar, was für eine Mission, ey. Du rennst bitte auch hinterher. Und mit etwas Glück können mich die Chrysaliden jetzt nicht in dieser Runde angreifen. Renn. Die letzten fressen die Hunde. Aber ganz ehrlich, ich hätte mit 5 Personen wäre diese Mission wieder gescheitert. Und da kommen schon die nächsten rausgeploppt. Okay, die hätten wir niemals alle in Schach halten können. Aber ganz ehrlich, hätte man nicht gewusst, wie diese Mission... wie die anfängt, Alter, schon wieder kommt noch einer raus. Der Luftschlag kann jeden Moment erfolgen. Weg da. Wäre das... ja, hätten wir direkt verloren. Okay. So, raus mit uns. Ich hoffe, das reicht so, dass einer rausgeht. Nein. Geil. Gut, dann sollte der Rest... Ey, ernsthaft, schaffen wir das in einer Runde dahin zu lernen? Das wage ich mal zu bezweifeln. Ja, Chef. Okay. Running. Du kannst, ja, geh auf Feldposten halt. Und ich befürchte, da kommen doch nicht alle in einer Runde hingelaufen in diese Zone. Es sind noch viele Soldaten außerhalb der Abholzone. Einsatz fortsetzen. Ich würde jetzt 4 Soldaten verlieren, weil die es nicht schaffen, bis dahin zu rennen. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe mich offenbar eine Runde zu lange im Kampf aufgehalten. Verdammte Axt. Aber guckt euch das bitte mal an. Der Raketenstart war goldrichtig. Ja, du kommst jetzt hier hoch. Aber wir warten schon auf dich. Und schießen dir mal über den Kopf, dass du deine Haare mal etwas kürzer trägst. Ziel ist weiter aktiv. Das ist korrekt. Ach.
Ach, schön, dass du Pistole noch in der Hand, wegen der Nahkampfspezialisten. Wunderbar, schießt auch sofort. Achtung, Strike One. Luftschlag steht unmittelbar bevor. Zum Evakuierungspunkt sofort. Alles klar, du kommst sogar noch hier rein, das freut mich. Ich guck mal, wie viele Leute ich hier reinkriege. So, ich bin ja über jeden froh, der diese Zone erreichen kann. Alter, das klappt tatsächlich. Ihr könnt doch weiterlaufen, als ich dachte. Das ist ja echt super knapp gerade. Meine Fresse. Und... Bapela, du heißt wirklich Bapela. Du schaffst es auch gerade so da rein. Und dann muss noch Solovyov. Der Chef. Ja, komm, Feuer nochmal. Bis zu 6 Schaden. Immerhin 4. Meine Munition wird knapp. Und Solovyov schafft es gerade so in die Abholzone. Ich raste aus. Aber wir sind hier noch zu viert. Nee, sind wir alle? Wir sind alle. Eine ist leider in der Ausübung ihrer Pflicht gestorben, aber es war ein gutes Opfer. Meine Güte, was für eine Mission, ey. Getötete Aliens 24. Krass. Ich habe einen unglaublich trockenen Mund, weil ich jetzt dabei irgendwie 3 Liter Wasser getrunken habe und es trotzdem nicht geschafft habe, einen feuchten Mund zu behalten, aber Wahnsinn. Verlorene X-Tom-Kräfte, eine ist Prädikat gut. Bei der Mission würde ich es auch mal wirklich betonen. Meine Güte, zurück nach, ja, Polen wahrscheinlich. Alles klar. Einige Leute können mal direkt verwundet werden. Einige Leute können direkt befördert werden. 4 von 5. Was krass ist. Frau Alexandra Novikova. Unsere Stürmer haben es in der Regel nicht einfach. Das habe ich schon bemerkt. Aber sie erfüllen eine wirklich wichtige Aufgabe. Wir halten dein Andenken in Ehren, auf jeden Fall. Corporal Thomas Prototype Girard. Oder Prototyp. Entschuldigung, ist ja hier ein Franzose. Können wir direkt zum Sergeant befördern. Hast einen ganz guten Job gemacht. Eine Schredderrakete. Feuert eine Rakete, durch die alle getroffenen Gegner die nächsten 4 Runden aus allen Quellen plus 33% mehr Schaden erleiden. Nein, du wirst ein weiterer Sanitäter werden. Das ist immer nicht schlecht, immer noch jemanden dabei zu haben. Frau Zinchenko. Du feuerst nicht besonders gut, wenn ich das mal so freundlich formulieren darf. Aber vielleicht können wir es irgendwie noch peppen. Rauch und Spiegel. Ermöglicht 2 zusätzliche Verwendung der Rauchgranate pro Einsatz. Die war tatsächlich gar nicht mal schlecht. Erretter, Medikits heilen pro Anwendung zusätzlich 4 Gesundheit. Na, nee. Machen wir mehr Rauchgranate. Bisschen mehr Rauch um nichts. Das kannst du ja sehr gut. Hiroshi Murphy Nakajima. Du hast auch einen guten Job erledigt, aus meiner Sicht. Vor allem hast du überlebt. Wirst zum Lieutenant. Düsenstiefelmodul. Verleiht bei Aktivierung für den Rest der Runde die Fähigkeit, normalerweise unerreichbare Höhen zu springen. Cool, oder? Einer für alle. Bei Aktivierung wird der Mech zu einem vollen Deckungselement. Bewegt sich oder feuert er eine Armwaffe ab, kehrt er zurück zur normalen Haltung. Nee, dann machen wir das Düsensprüngmodul. Und Kato, Godfather Bapela, du hast es absolut verdient, befördert zu werden. Du wirst vom Lieutenant zum Captain. Genauso wie dein Vorbild Dennis Lowrider Solovyov, der cool Guy. Du kriegst, was kriegst du denn? Widerstandskraft bietet Immunität gegen kritische Treffer. Okay. Oder Deckungsfeuer, schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält und ach, das ist doch Quatsch. Ja, da muss ich wohl das nehmen. Ist nicht ideal. Mal gucken, was du als Major noch irgendwann bekommst. So, Solovyov, wann kannst du eigentlich mal befördert werden wieder? Das ist schon viel zu lange her. Wir haben Ehrenmedaille des Rates freigeschaltet. Geh zur Kaserne, um eine spezielle Fähigkeit für diesen Orden festzulegen, ihn umzumodellen und einen Soldaten zu verleihen. Und ich würde sagen, weitere Medaille, ein Stadtkampfabzeichen. Alles klar, die Panik hat sich verringert. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Das ist völlig richtig. Ganz kurz, ich muss mal kurz gucken. Ehrenmal ansehen. Wer ist gerade nochmal gestorben? Das ist Novikova. Alexandra Novikova. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, dass wir diesen Orden jetzt... Ehrenmedaille. Das hätte ich gleich eigentlich stehen lassen können. Der Novikova, weil die an diesem Einsatz gestorben ist. Nennen. Bestätigen. Wenn eine Kraft zuweisen. Komm, jetzt machen wir gerade noch. Die Episode ist ewig lang gerade. Plus 1 Zielsicherheit und Willenskraft für Mission ohne eigene Verluste. Maximal plus 10. Oder plus 10 Zielsicherheit. Was? Plus 1 Zielsicherheit und Willenskraft für Mission ohne eigene Verluste. Alles klar. Achso, bei jeder Mission. Ich verstehe. Oder plus 10 Zielsicherheit und Chance auf kritische Treffer, solange keine verbündeten Einheiten in 7 Feldern Umkreis sind. Ich nehme an, dass es... Nee, ich will eigentlich niemanden allein lassen, deswegen nehme ich dich.
Und ich werde diesen Orden verleihen, und zwar derjenigen Dame, die am meisten tatsächlich gerade Zielsicherheit braucht. Und das ist Maria Sinchenko Scotch. Annehmen, bitte. Du hast schon Orden bekommen. Wahrscheinlich das Stadtkampfanzeichen. Deine Kameraden sind im Kampf gefallen. Denk immer daran. Alles klar. Dann werden wir gerade mal, also ich mache heute mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder für euch, wenn ihr das Ganze tatsächlich am Stück guckt. Respekt dafür. Eine Stunde Folge fast. Ja, ordentliches Ding. Ich glaube, ich rendere die heute noch, weil das so eine ganze Weile dauern. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.